Ja, liebe Frau Hahn, danke schön für die freundliche Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Titel meines Vortrags lautet Raus aus dem Museum, rein ins Depot, und von der Kompletträumung unseres Hauses möchte ich Ihnen in Form eines Werkstattberichtes erzählen. Wie bereits gerade erwähnt, bin ich seit Januar 2020 im Rundfunkmuseum Fürth für die Sammlung und Dokumentation verantwortlich. Kurz nach meiner Arbeitsaufnahme dort kam nicht nur Corona, dazu gleich an passender Stelle mehr, sondern auch der Beschluss des Stadtrats der Stadt Fürth, das Rundfunkmuseum an seinem Standort in der alten Grundig-Direktion im historischen Verwaltungsgebäude der ehemaligen Grundig AG komplett zu sanieren und mit einem Anbau zu versehen sowie museal neu zu gestalten. Dabei wird inhaltlich das Profil hin zur kulturhistorischen Perspektive des Hörens geschärft. Kurz zur Ausgangslage. Bislang zeigen wir auf rund 700 Quadratmeter die Radio- und Fernsehgeschichte der letzten 100 Jahre in Technik und Nutzung. Sie sehen das Gebäude, das ist der Status quo gerade, und unten halt die Planskizze, wo der Anbau geplant ist und die Erweiterung. Das Rundfunkmuseum Fürth basiert auf seiner Sammlung von ca. 10.000 Objekten, untergebracht in 7 Depoträumen von insgesamt 600 Quadratmeter in direkter Laufnähe des Hauses. Die Sammlung besteht vorwiegend aus den Objektgruppen Radiogeräte, Fernsehgeräte, Tonaufnahme- und Wiedergabegeräte, audiovisuelle Medien und weitere kleinere Objektgruppen. Gibt es halt ein Archiv mit technischen Dokumenten, Unternehmensakten und themenspezifischer Literatur. Wie gerade erwähnt, stand quasi direkt nach der Aufnahme meiner Arbeit in Fürth fest, dass das Haus sich einer Generalsanierung mit all seinen Begleiterscheinungen unterziehen wird. Daher musste der eigentliche Zuschnitt meiner Aufgabe entsprechend angepasst werden. Damals gab es im Haus keine fachlich entsprechend organisierte Inventarisierung, und nach einem Beginn nach Maßgaben des Museumsbundes musste ziemlich schnell auf einen Um- bzw. Auszugsmodus umgeschaltet werden. So unschön die Umstände sind, kamen uns dabei doch die behördlich angeordneten Schließungen im Zuge der Corona-Maßnahmen zugute. Also ich bezeichne uns fast im Scherz immer als Corona-Gewinnler, so schlimm das ist. Aber die Kollegen und Kolleginnen aus dem musealen Tagesbetrieb waren bereit, uns dann halt bei der Basisinventarisierung zu unterstützen. Und wir konnten auch weitere Freiwillige zur partizipativen Mitarbeit in diesem Bereich gewinnen. Und nur deswegen konnten wir in diesem Bereich so große Fortschritte erzielen. Dieser Schritt war selbstverständlich nötig, um uns die Sammlung für die Neukonzeption nutzbar zu machen und eine Depotplanung für die nächsten 20 Jahre zu erarbeiten. Die Bestandsaufnahmen, die seit Januar 2020 stattfanden, ergaben ein Bild der völligen Auslastung der dezentral vorhandenen 7 Depot- und Archivräume, was Sie auf dem Bild ja auch gut erkennen können. Also wir müssen halt Objekte halt schon in Doppelreihen und Dreifachreihen lagern, was natürlich nicht sehr optimal ist, eher schlecht. Also es wurde halt schnell klar, dass die räumlichen Kapazitäten für die Aufnahme des aktuellen Ausstellungsbestandes nicht vorhanden sind. Und im Zuge der geplanten Maßnahmen wurde es also nötig, den alten Objektbestand der Ausstellung und der restlichen Einrichtung nach musealen Maßgaben neu zu deponieren. Eine Suche nach geeigneten Depoträumlichkeiten musste beginnen. Die Suche nach geeigneten Flächen gestaltete sich allerdings im Jahreswechsel 21/22 als äußerst schwierig. Ich möchte mal kurz auf den Einführungsvortrag von Herrn Blühbaum eingehen und beziehungsweise mal kurz daran erinnern. Er hat uns die dänische Blechhütte gezeigt. Ja, sowas wurde uns auch angeboten. Wir mussten Abstand nehmen, aus verständlichen Gründen. Es war in der Zeit wirklich schwierig, was zu bekommen, und die eine Ursache war, dass der Lebensmittelhandel alles Verfügbare anmietete, um Engpässe in der Versorgung zu puffern. Und wir waren dann halt die Leidtragenden halt davon. Jedoch durch gute Kontakte zu einem örtlichen Geschäftsmann fanden sich dann doch Räumlichkeiten von 2×500 Quadratmeter in circa 4 Kilometer Entfernung zum Museum. Die Grundrisse habe ich Ihnen mal kurz gezeigt auf der Folie. Die Depoträume befinden sich in einem vielfältig genutzten Gewerbe- und Industriekomplex. Also wir sind da halt in guter Nachbarschaft zum Gewerbe und zum Handel. Auch deshalb zeichnen sich diese Räume durch gute Zugänglichkeit über Laderampen und Lastenaufzug aus.
Ein Raum ist im Untergeschoss und hat allein deshalb kein Problem mit Lichtemission. Und der andere Raum ist im dritten Obergeschoss und wurde mit außenliegenden Verdunkelungen ertüchtigt. Das Gebäude hat äußerst dicke Wände und hat deswegen auch nicht so große Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Das haben wir durch Probemessungen im Vorfeld auch so bestätigt bekommen. Ja, nach der erstmaligen Inventarisierung der Ausstellungsobjekte, es wurde quasi Basis- als auch Zukunftsarbeit geleistet, konnte für den Umzug aus der Ausstellung heraus Objektkategorien gebildet werden und somit den entsprechenden Zielorten zugewiesen werden. Ausstellungshilfsmittel wurden auf ihre Weiterverwendbarkeit für uns oder andere, auch soziale Einrichtungen, überprüft, bei negativer Bewertung als Sperrmüll deklariert und durch das Umzugsunternehmen fachgerecht entsorgt. Also wir mussten uns auch von vielen Sachen trennen. Ja, die Vereinnahmung des neuen Depots mit der Regulierung. Die Depoträume wurden leer übergeben. Das Untergeschoss war bis zur Übernahme mit einem Teppichboden versehen. Also es wurden Möbel vorher dort verkauft. Eine rückstandslose Entfernung konnte mit dem Vermieter zum Glück vereinbart werden und eine Ausstattung und Regalierung nach unseren Wünschen stand somit nichts mehr im Wege. Die notwendige Ausschreibung der erforderlichen Regalsysteme erbrachte aufgrund der großen Fläche, also wir reden jetzt hier von über 1000 Quadratmetern, und der lichten Höhe eine gewisse Ernüchterung und es hat unser Budget stark dezimiert, was uns da vorgelegt wurde. Ja, wir konnten aber wieder auf gute Kontakte zurückgreifen und unser Umzugsunternehmer hatte kurz zuvor ein behördliches Archiv aufgelöst und dessen neuwertiges Regalsystem wurde uns zu einem günstigen Preis angeboten. Da können Sie Teile davon sehen. Zusammen mit der Weiterverwendung der Regalierung aus der ehemaligen Ausstellung und des aufgelösten Dachbodendepots ist dieses Vorgehen auch in unseren Augen ein guter Beitrag im Sinne der Nachhaltigkeit. Ja, der eigentliche Umzug. Nach der endgültigen Schließung des Hauses im September 2021 konnte mit dem bzw. Auszug des Inventars begonnen werden. Der Umzug fand in mehreren Etappen statt, was allerdings nur der Disposition des Umzugsunternehmers geschuldet hat. Wir waren halt immer so die Lückenbüßer für ihn, so ein bisschen. Also er hat uns immer rangenommen, wenn er sonst nichts zu tun hatte. Aber er war trotzdem sehr flexibel und das war auch gut so. Da wir uns noch mitten im Prozess befinden, ist eine abschließende Bewertung hinsichtlich aufgetretener Umzugsschäden noch nicht wirklich möglich. Aber aufgrund der Sorgfalt der Mitarbeiter lässt sich eine geringe Anzahl der Beschädigungen erwarten. Bislang ist nur ein Schaden bekannt geworden. Das ist leider bei unserem Röhren-Saber-Merseburg ist die Fernbedienung leider beschädigt worden und der Knopf ist weg. Und ich dachte eigentlich, dass man das durch unsere bekannten Kanäle schnell ersetzen konnte, damit wir auch diesen Versicherungsfall endlich abwickeln können. Die hängen mir nämlich in der Leitung, die wollen ständig Preise haben. Haben wir aber leider nicht den Preis dafür. Das kauft man ja nicht beim Saturn, so ein Teil. Also wenn jemand eine Fernbedienung für den Saber-Merseburg irgendwo hat, wir würden gerne. Ja. Die Probleme der Auslagerung ist ja allgemein das gleiche wie überall auch, ist weiterhin die dezentrale Lagerung unserer Sammlung. Also wir haben auch einen Sehnsuchtsort. Nun kommt neulich hinzu, dass die neuen Depoträume nur mit Kfz oder Lastenrad erreichbar sind. Auch, dass wir lediglich zur Miete deponieren, führt zur Abhängigkeit von Vertragslaufzeiten und Absprachen mit den Vermietern. Bislang haben wir aber ausschließlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Sorge berechtigt ist, aber es klappt halt gerade so. Ja, der hinzugewonnene Lagerplatz ermöglicht uns perspektivisch eine Entzerrung der Depotverhältnisse in den alten Depoträumen und auch weitere Flächen zur sachgemäßen Inventarisierung, gegebenenfalls Restaurierung, sind jetzt nun vorhanden. Damit wird eine Ausgestaltung einzelner Sammlungsbereiche zu einem Schaudepot und aber auch partizipative Inventarisierung planbar. Auch ein Bereich zur Lagerung des museumspädagogischen Materials ist nun besser gegeben. Wir sind jetzt auch in die Möglichkeit, dass wir eine etwas größere Sammlung noch übernehmen können, direkt aus dem Umfeld von Max Grundig, also seine eigengenutzten Objekte und seine Prototypen können wir jetzt übernehmen und haben dafür auch die Möglichkeiten. Also das bereichert unsere Sammlung dann doch enorm noch weiter. Ja, und wir haben auch Platz für Inventarisierungsstellen, also da sehen Sie halt auch Work in Progress. Wir können dann halt im neuen Bereich auch ein bisschen besser arbeiten, ein bisschen Luft
und eventuell sogar Möglichkeiten für unseren Förderverein, eine Werkstatt einzurichten, was vorher, was inzwischen auch nicht wirklich mehr möglich war. Ja, wenn Sie richtig zusammengezählt haben, haben wir gerade 9 Depots. Wir sind weit entfernt von einem Zentraldepot. Ich glaube, wir werden uns jetzt erstmal um die Neugestaltung unseres Museums kümmern und das wir bald eröffnen können. Das ist, glaube ich, erstmal nachgelagert, dass wir uns auch auf den langen Weg eines Zentraldepots machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.